Ja, grüß euch gut, Meidl und Buben. Hier ist wieder der Peter vom Barbecue Alt Perlach. Mal wieder bei meinem Freund Ralf im Garten, in seinem kleinen, bescheidenen Schrebergarten. Und da haben wir heute etwas Wunderbares gemacht, und zwar das da. Einen Schweinebraten asiatisch mit süß-saurer Sauce, und das schmeckt wunderbar und es ist ziemlich gut. Und jetzt sagen wir euch, wie wir das gemacht haben. Viel Spaß dabei. Also, viel Spaß dabei, soll ich sagen, so Kamerafrau. Ja, was brauchen wir jetzt für unseren Asia-Schweinebraten, außer ein funktionierendes Mikrofon? Wir brauchen innere Ruhe, Meditation. Om. 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 Das war Bruder Bender aus dem tibetischen Kloster zu... Am Klangtopf. Am Klangtopf. Wir machen jetzt aber eher mit Kochtöpfen weiter. Und jetzt zeige ich euch mal, was wir brauchen. Und dir zeige ich es auch. Ja. Geht, du hast es noch nicht gesehen. Nein. Ein Schweinebauch. Das sind ungefähr 1,5 Kilo. Also 1,5, sagt man in Bayern. Eine Bio-Gemüsebrühe. Da steht auch Bio drauf. Ist aber eine von uns selber gemachte Hühnerbrühe. Tomatenmark. Ingwer. Chili. Zwiebeln. Knoblauch. Piment. Kümmel. Und Pfeffer. Die habe ich jetzt bloß einmal so der Farbe halber hingelegt, diese Bratpaprika, da machen wir irgendwas damit als Beilage. Speisestärke, Weißweinessig, Pflanzenöl und Zucker. Jetzt, du hast gesagt, Peter, dass das Brett jetzt groß ist, nehmen wir was weggeschnitten, ist und Paprika nicht hinlegen. Ja. Kommt ja jetzt daher, dass es kleinere Brettel auch gibt und ich habe die nur hingelegt, dass das Brettel nicht so leer ist. Rezept geklaut, schamlos beim Schuhbeck. Alfons, Fonsi, du wirst es wahrscheinlich nicht sehen, aber ich grüße dich trotzdem. Und das erkennt man nicht mehr am Ingwer. Und an seinem Bruder, an Knoblauch. Genau, Ingwer, Knoblauch und ja, Chili, das ist meistens Schubeck. Normalerweise ist noch Muskat dabei. Sternanis hätte auch gut dazu passt und der hat es gar nicht hergenommen. Ja. Dann machen wir das jetzt so. Dann machen wir's. Wir kümmern uns um den Bauch. Ich habe mir jetzt hier den Ralf nochmal geholt zum Herlanger, also zum Hinrichten kann man nicht sagen. Zum Darreichen. Darreichen, genau. Und wir haben hier vor uns eine Leihgabe vom lieben Uwe, ein Kopfgrill. Da haben wir einen Topf drauf, so einen Gusseisentopf. Und da nehmen wir jetzt unser Bäuchlein, also unser Wammerl, mit der Hautseite nach unten hinein. Und jetzt kommen noch ein paar Gewürze dazu. Als erstes nehmen wir hier unsere Hühnerbrühe dazu. Das sind so 400 bis 500 Milliliter. Dann ein Lorbeerblatt, lieber Ralf. Hier ist es schon, Lorbeerblatt. Ist das von uns aus dem Garten? Aus der Küche. Ungefähr ein Teelöffel schwarze Pfefferkörner. Ist das ein Teelöffel? Ja. Halt auch noch halb noch. Da haben wir noch einen dazu, damit der Ralf Ruhe gibt. Dann nehmen wir so einen halben Teelöffel Piment dazu. Auch Nelkenpfeffer genannt. Und speziell für meinen Freund Michi, schau genau her, kommt jetzt dann so ein halber Teelöffel Kümmel dazu. Ich tue jetzt einfach hier noch ein bisschen Wasser dazu, wenn man das doch etwas weniger. Jetzt werden wir das Ganze einmal aufkochen und da brauchen wir jetzt, glaube ich, den Uwe, ja. Weil ich gar nicht weiß, wie der Kopfgrill geht. Kommt er schon. Der Herr des Feuers. Der Herr des Grills. Volles Rohr. Ein Knopfdruck und schon läuft alles. Ich danke dir. Also, das kochen wir jetzt einmal auf. Ja, zurück sind wir wieder die drei Damen vom Grill. Aber den Michi noch. Servus. Mit der Ersatzdame. Von Trees Home Bake and Grill. Und unser Eumel hier, der Bauch. Den haben wir jetzt hier aufgekocht. Jetzt werden wir die Hitze etwas reduzieren. Schönes Gericht. Jetzt habe ich 1,5 Stunden Pause. Und in 1,5 Stunden schauen wir dann alle miteinander hinein. Was machen wir dabei? Wir trinken kein Bier. Nein, wir trinken kein Bier. Wasser trinken wir. Wasser? Wasser, ja. Nein, ich trinke ein Prosecco. Ist in Ordnung. Spritz. Ja, Spritz. Also 1,5 Stunden. 90 Minuten. Sind rum. Genau. Das Eckige ist im Runden. Ja. Und du das Runde braucht jetzt aufmachen, oder? Genau, aufmachen. Also dann sag halt gleich, was du weißt. Ohne Handschuhe. Schaut's her. Und dann wenden wir das Fleisch. Schön, gell? Das hast du jetzt aber schön gemacht, Peter. Ui, schon her, wir haben ein bisschen Haut verloren, aber das macht nichts. Das macht nichts. Wir lassen das jetzt einfach noch mal eine Stunde
Da drin. Du mögest bitte schließen. Der Deckel schwebe herbei. So haben wir schon wieder eine Stundpause. Oh, was machen wir jetzt in der Stunde? Wir drücken. Wir meditieren, das machen wir. Also in der Stunde sehen wir uns wieder. Nach dem Rhythmus vom Klangtopf. Der Klangtopf. Der leibhaftige Klangtopf. Showmaske an. Oh, was? Ja, genau. Unser Fleisch haben wir zwischendurch auf die Seitenkochstelle umgezogen. Ja. Da hat es jetzt gemütlich eine Stunde vor sich hingeschmuggelt. Jetzt hast du die Grillhandschuhe und ich kann den Deckel nicht abnehmen. Doch, den kannst du abnehmen, weil der nicht heiß ist. Das ist ein vernünftiger Topf. Der ist gar nicht heiß. So, jetzt holen wir unser Fleisch da mal raus. Da lassen wir es jetzt einmal kurz abkühlen und abtrocknen. Dann kümmern wir uns schon mal um Sauce. Jetzt müssen wir Zwiebeln schneiden. Und zwar haben wir hier einen Zwiebel. Wir haben ein Stück Ingwer, das haben wir schon geschält. Eine Knoblauchzehe, das ist jetzt ein halber Monoknoblauch. Und unsere Chili haben wir auch befreit von, was sagt man, der Samenstränge? Samen und Fruchthaut. Gedöns heißt das im Fachausdruck. Gedöns, ja. Und bevor wir jetzt also Zwiebel schneiden und dieses ganze kleine Zeug klarschneiden, ist eine unglaublich meditative Erfahrung. Und deswegen werden wir uns ein bisschen einstimmen. Lieben Dank, Bruder Uwe. Mit dem Klangtopf. Mit dem Klangtopf. Also wir machen das alles klar und dann geht's gleich weiter. Habe ich extra für dich scharf gemacht. Du bist ein scharfer Kerl. Mhm. Schau, jetzt haben wir den Knofel, gell? Jawohl. Da mein Freund der Ingwer. Ach, du Bruder Uwe kommt schon wieder ans Eck. Das ist eigentlich wurscht. Das soll halt irgendwie klar sein. Da. Zeig. Heiß ist, gell? Ah, bin ich froh, wenn wir jetzt dann mit einem Bier meditieren. Auch der Chili. Der Chili? Der Chilo, oder? Chili ist doch Mehrzahl. Dann wäre das ein Chilo. Das ist wie bei besser. Cappuccini? Oder wie bei gut. Na, Cappuccini, Cappuccino. Chili, ja, das Chilo. Das wird bei gut besser drauf. Wurscht. Also wir hauen das Gemüse da jetzt auch noch klar. Da haben wir jetzt unser Öl erwärmt hier auf unserer Seitenkochstelle. Im Hintergrund wird Wasser bestellt. Okay. Zwiebeln hinein und einmal kurz andünsten. Der Bruder Fischer. Wenn die Zwiebeln blasig sind, werden wir den ganzen Rest hier, den wir gerade geschnitten haben, hinzufügen. Jawohl. Jetzt? Ja. Also. Knoblauch, Ingwer und wie heißt das? Chili. Den Chilo. Auch kurz. Und jetzt geben wir ein bisschen Tomatenmark dazu und das dünsten wir auch noch mit an. Gibt dann meistens einen sehr interessanten Geschmack für die Farbe. Wenn es ein bisschen angeröstet ist, haben wir unser Brühe dazu. Dann kurz durch. Ungefähr 3 Esslöffel Essig. 1, 2, 3. Das ist ja eine Süß-Sauer-Soße. Und wenn die süß ist und sauer, fehlt jetzt noch das Süße. Selbst steht beim Gelesen. Dann brauchen wir einen Zucker, also 50 Gramm. Spassel, wann sind das 50 Gramm Zucker? Jetzt, oder? Also, wir korrigieren dann nachher einfach nach, je nachdem, was los ist. Die Soße lassen wir jetzt einmal so 10 Minuten auf kleinster Flamme vor sich hin schmurgeln. Ihr dürft es ein bisschen abschmecken. Der eine will mehr Zucker, der andere will mehr Säure. Wer mehr scharf will, tut noch ein bisschen mehr Chili dazu. Das macht ihr so ganz nach Gusto. Aber jetzt erstmal so 10 Minuten, wie man hier sieht, leise köcheln lassen. Sieht man das? Also mehr darf es nicht werden. Während die Soße da leise vor sich hin köchelt, der mir jetzt unser Fleisch, die Hautseite einschneiden, hätte das nicht festgehabt. Verzeih uns, Fonsi, hätte mal ein bisschen mehr droh, aber ja, ja. Das retten wir. Das tun wir jetzt einfach hier so
Hauten, also nicht Rauten, sondern scheibenförmig einschneiden. Und zwar nehmen wir jetzt hier das Stiegel. Ihr seht, es geht durch wie Butter. Und da, was sind das für ein kurzes Messer? So, guck mal. Ja, das ist aber auch, wenn du den Brunnen so kochst, dann wird der auch total wach. Da muss man auch überhaupt keinen Druck ausüben, da kannst du wirklich das Messer drüber gleiten lassen. Und ihr seht, passt wunderbar. Also einmal drüber, fertig. Ich habe jetzt geschaut, dass ich nicht ins Fleisch schneide. Dann drehen wir es zurück auf die Form. Jawohl. Und jetzt so bei 230 Grad, eine halbe Stunde am Grill, indirekt. Indirekt. Haben wir das da? Jawohl. Jawohl, passt. Haben wir. Passt. Ja, genau. Gehen wir rüber. Die sind tatsächlich, also das sind ja tatsächlich 230 Grad. Also, da oben haben wir noch unsere Paprika. Ich glaube, die nehmen wir dabei nur mal raus. Die können wir jetzt noch mal raus, da, ja. Ja. Endspurt. Ja. Endspurt. Dann kümmern wir uns kurz um die Soße, die ein bisschen andicken. Danach schauen wir uns einmal das Fleisch an. Es riecht super gut. Und jetzt, ja schon, oder? Absolut, ja. Also ich finde, es riecht super gut. Absolut. Absolut. Jetzt werden wir ein bisschen von unserer Stärke in kaltem Wasser auflösen. Willkommen zurück. Unsere Kamerafrau, wenn das Geräusch von schabenden Gabelzinken auf Blech einmal hört, dann flippt die aus. Ich weiß gar nicht, was das letzte Büdel war. Hast du zittert, oder? Alles gut. Hast du alles ausgeschalten? Jetzt nehmen wir ein bisschen was zu unserer Soße dazu. Jawohl. Dann können wir hier nochmal ein bisschen andicken. Und dann ist die aber soweit fertig. Was brauchen wir? Jetzt lassen wir mal ein bisschen kochen. Schauen wir mal ins Schwein. Schauen wir mal ins Schwein. So. Schauen wir nach, oder? Schauen wir nach. Oh, spannend. Aber hallo. Schaut gut aus, oder? Ja, da ist schon sagen. Da hat ich auch sagen. Dann machen wir jetzt nochmal zu. Also leider haben wir einen kleinen Hautverlust gehabt. Ah, ja. Wir haben beim Hautarzt angerufen, aber der hat auch nicht mehr helfen können. Transplantation. Und jetzt machen wir die Soße fertig und dann holen wir das Fleisch raus und dann schauen wir es uns nochmal miteinander an. Der Ralf rührt noch ein wenig in der Soße. Ich glaube, wir haben ein bisschen was rein. Ganz bisschen. Ja, weil es relativ dünn war. Also man kann die natürlich auch stundenlang einkochen lassen oder eindicken. Ja. Der Chinese tat es ja auch mit Stärke machen. Definitiv. Das ist die Stärke der Chinesen. Also ich finde, das schaut gut aus. Wir machen jetzt einfach die Flamme aus. Der Ralf hat sich jetzt einen Teller gebastelt, also wir nehmen jetzt einfach ein bisschen was von der Soße da drauf und schauen mal, ob das, wie sagt man da, geliert. Wenn so wird schnell kalt. Ja, oder? Findest du jetzt nicht so schlecht, du? Passt. Lassen wir so. Ist aus Gelee und kein Marmelade. Genau. Prost. Danke. Ja, Prost. Ach so. Geschmack? Die schieben wir weg. Aber sagen wir wohin. Ja. Also, nee, passt super. Passt super. Ja. Und jetzt holen wir das Fleisch aus. Und so liegt er denn vor uns, der Schweinebraten. Und jetzt schneiden wir ihn einfach mal auf, oder? Da ja, sagen wir. Da ja, sagen. Und Peter, und da du den schon so schön eingeritzt hast, konnte er diese Markierungen gleich an so Scheiberl schneiden. Und du meinst, ich fange mit den Dicken da hinten für uns an? Ja. Jawohl. Da ist doch eine schöne Markierung. Da gehen wir rein. Oh, saftig, fällt auseinander. Das ist praktisch ein Pult, chinesischer Schweinsbraten, oder? Schaut aber gut aus, gell? Das Problem ist jetzt, dass wir hier zwei Stück Schwarten verloren haben. Ja. Oh. Können wir da nicht liegen lassen. Wir richten an. So, dann nehmen wir hier. Oh, bitte da ein bisschen Soße halt drüber. Soße. Schön. Und dann geben wir das Ganze zu Tisch. Es riecht gut, es schaut gut aus, es schmeckt gut. Und wir verabschieden uns jetzt von den Zuschauern. Ja, so schaut es aus, wenn es fertig ist. Wir haben das jetzt einfach auf dem Brettl gelassen, weil das wirklich gut ausschaut. Unser wunderbarer asiatischer Schweinebraten, süß-sauer. Und ich finde, die schaut gut aus.
Absolut. Und das lassen wir jetzt reden, uns jetzt, jetzt nicht essen. Schmecken. Der ist ungeduldig. Ich könnte jetzt noch ein bisschen was erzählen, dass der Asiate an sich gern Schweinebauch isst und der hat Hunger. Süß-sauer natürlich auch wunderbar, da dazu passt. Und einen habe ich natürlich noch, das Getränk. Und wir haben ja heute so viel und schön meditiert, Bruder Uwe. Und den geistlichen Genüssen, gell? Da gehört natürlich auch ein schönes Bier dazu. Und wir haben geforscht. Wir haben ein wunderbares, dunkles Exportbier aus der Forschungsbrauerei. Und das lassen wir uns ja schmecken. In dem Krügel sollen wir unseren Bruder Uwe dazu nehmen. Na, selbstverständlich. Bruder Uwe, kommen Sie herbei. Schau her, wie das schön da hineinfließt, das Dunkle. Ja, der Bruder Uwe hat jetzt wegen dringender Geschäfte woanders im Essen. Dann trinken wir es allein, oder? Ja, wir schaffen das. Passt. Na? Jetzt. Bei mir passt das hinten und vorne nicht. Also, probieren wir es mal. Prost, Peter. Schau her, meine zwei Lieblingsbrauereien vereint. Augustiner und Vorfunk. Also, Prost. An dieser Stelle gilt mein besonderer Dank der Firma Dieselhauser in Dornach, die es geschafft haben, den Kühlschrank von unserem Wohnmobil wieder so gut in Schuss zu kriegen, dass wir hier wirklich ungelogen ein eiskaltes Bier trinken. Danke euch Jungs. Ansonsten alle anderen, Daumen hoch, netter Kommentar wäre super. Wer noch nicht abonniert hat, drückt da unten aufs Logo bzw. Beutel und drückt auch auf die kleine Glocke. Dann kriegt ihr Nachricht, wenn neue Filme hochgeladen werden. Und wir trinken jetzt das Bier. Noch und der Uwe kommt noch auch nächsten wieder. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Für euch. Servus. Boah, ist das gut. Bruder. Bruder trinkt nichts mehr.